Kommt schon der Lieferant? Schon wieder ein Kunde in der Werkstatt. Ich mach kurz den Lieferanten auf. Also ich muss sagen, das ist halt echt ein bisschen doof, wenn man die großen Sachen wegschmeißen will. Da oben hängt jetzt halt einfach ein Zaun. Niemand an der Kasse. Und wir haben fast Level 5 Popularität. Im Klo liegt Müll. Top of the line job there. Ob die Kunden sich irgendwann von den großen Containern draußen gestört fühlen? Weil die stinken ja auch. Gott, das war knapp. Thank you. Ist immer noch einer in der Werkstatt. Okay, wir haben ein Alkoholregal. You're amazing. Ich glaube, das Problem ist, je größer wir die Regale kaufen, desto mehr Auswahl erwarten die Kunden. Oh. Hey, 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 hey. Ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass dieser Bildschirm so abrupt kommt. Great job. Thanks a bunch. Statt. Aber ich hatte hier auch nichts nachbestellt, ne? Ich bestell mal die Müllabfuhr. Ich lass mal den Container abholen. Alkohol. Achso, es geht nicht, ne? Zu viel. Mein Lager ist zu voll. Kann ich hier noch was hinstellen? Oh.
Wie ich einfach mit meiner Maus immer im OBS bin. Ich habe immer Angst, dass ich plötzlich die Aufnahme stoppe. Müllabfuhr ist da. Und hinten kommt der Lieferant. Wookie. Also wir müssen noch zwei Autos reparieren und zwei Autos betanken. Dann können wir unsere Tankstelle aufrüsten. Was das heißt. Was wir dann können. Oder auch nicht. Wahrscheinlich kommen dann noch mehr. Nee, mehr Kunden können ja nur kommen, wenn wir mehr Parkplätze haben. Glaube ich. Oh, der Lieferant. Kann ich mir nicht einfach eine Fernbedienung bauen, dass ich von hinten hier aufmachen kann, einfach? Also aus der Werkstatt, aus der Tankstelle? That'll do. Beeilung! Also wir gehen erst zur Tank, zur Zapfsäule und dann an die Kasse. Ich glaube, durchs Tanken kriegen wir ein bisschen mehr Geld. Je nachdem, wie viel sie tanken. Great. Ich hätte gerne Leben. Thanks. Bitte schön. Ich habe jetzt gerade Alkohol bestellt, ne? Da muss ich das Regal ja noch einräumen. Awesome. Gut, dann machen wir jetzt hier das Auto. Bestimmt Reifen kaputt. Gleich ja. Vielleicht zwei.
So, und was hat er noch? Patzer. Warte, Trinkgeld! Danke. Das müssen wir bloß noch ein Auto reparieren. Have a nice day. Ich glaube, wir können irgendwann halt auch unseren Benzintank vergrößern, dass wir mal ein bisschen mehr auf Vorrat kaufen können. Tag. Abend. Oh, die Preise im Laden resetten sich gleich. Also im, wo wir bestellen können. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen Snacks und sowas wieder auffüllen können. Rein theoretisch müssten wir auch unser Lager verbessern können irgendwann. Vergrößern. Wir haben nur 200 letzte Lagerkapazität. Das finde ich jetzt nicht so viel. So, wir brauchen noch ein Auto in der Werkstatt. Job there. So, jetzt ist gibt's neue Preise. Muss leider Geld investieren. Wir bestellen später Snacks. How much do I owe you? You're a lifesaver. Die Werkstatt ist teuer. Im Unterhalt. Haben sie aber einen gesunden Durst? Oh, wir haben einen Kunden in der Werkstatt. Ach so.
noch erstmal die Reifen. Und die Spiegel. That'll do. Tschüss. Okay, jetzt gehen wir erst nochmal hier hin. You're amazing. Thank you. Bier ist billiger als die Softdrinks, glaube ich. Candlelight Dinner, eine Flasche Wein und zwei Eis. Ein Reifen. Und ein Spiegel. So. Bringe die Tankstelle auf Level 3. Machen wir sofort, wenn hier die Kunden bedient sind und aufgeräumt ist. Worried I'd go over budget. Disgusting. Entschuldigung. Awesome. Da liegt Müll auf dem Boden. So. Oh, wir haben noch mehr Platz bekommen, oder? Weil die Tankstelle ist nur noch zur Hälfte gestrichen. Ach, du meine Güte. I was worried we'd be stranded.